Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mafia. So, ich glaube, wir haben unseren Kollegen hier mal ein bisschen festgesetzt gerade. Ist vielleicht ganz praktisch. Ich überlege allerdings trotzdem, ihn noch zu erledigen. Sicher ist vielleicht sicher. So, einmal durchladen, warten, bis die nette Dame hier weggelaufen ist und dann wird der Typ hier einfach mal weggeschossen. Oder, ich meine, na gut, der kann halt ballern, das ist das Problem. Okay, er ist unverwundbar, schön. Aber ich glaube, wir haben jetzt ein wenig Ruhe. Ja, genau, jetzt kommen mal die Cops. Fahr bitte los, du blödes Dreckskarrending. Ey, das ist doch nicht die Möglichkeit. So, ich muss da mal weg, danke. Komm mal gerade hier um die Ecke, Herr Polizist. Ich möchte dich nämlich mal gerade um die Ecke bringen. Auch nicht drauf gehen. So. Jetzt ist aber hier Ruhe, oder? Herrschaftszeiten. Meine Nerven, ehrlich gesagt. So. Mal viele Nummernschild H1313 fällt mir gerade auf. Sowas, sowas. Aber gut, ich glaube, damals war es halt noch nicht so, dass die irgendwie dann zufällig generiert wurden, die Nummernschilder. Ich glaube, das kam dann erst mit späteren GTA-Teilen. Na gut, wir haben es jetzt endlich mal geschafft. Mal wieder. Ja, fahren wir doch rein. Und dann fahren wir jetzt mal zu den Salieris zurück. So. Zu weit ist es zum Glück nicht mehr. Und dann stellen wir die Karre mal ab. Ja, wie gesagt, mit 40 km/h ist das Ding echt hier ein wenig unterfordert. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt nichts mehr riskieren. Innerhalb der Mission sind die Polizisten schon nervig genug. Die müssen jetzt nicht auch noch dazwischen hier rumgurken und mir das dann nachher eventuell doch nochmal versauen. Ich glaube, da müsste es ja irgendwie komplett nochmal neu machen, oder? Gab ja zwischendurch keinen Speicherpunkt mehr. Scheinbar ist das wirklich hier mein Chinatown, dieses, dass dann das Chinatown-Lied läuft. So, nehmen wir mal die Abkürzung. Hallo, Herr Polizist. Ich möchte nur ein wenig schneller wieder zu Hause in der Bar sein. So, dann wäre das auch endlich mal geschafft. Mal war die Hauptmission nicht das Problem, sondern hielt die Nebenmission. So, Platz müsste ja eigentlich noch sein. Wir haben ja neulich oder gerade ein paar Dinger rausgehauen von den Autos. Hallöchen. Jawohl, zwei neue Autos. Schön. Dann haben Sie also Morello umgebracht. War bestimmt ein gutes Gefühl, oder?
Wir haben gefeiert. Salieri war natürlich total aus dem Häuschen. Wir kontrollierten praktisch die ganze Stadt. Und das Blutvergießen schien endlich beendet zu sein. Eine Zeit lang fühlte ich mich wie ein König, bis mir eine Sache klar wurde. Wenn ein einfacher Mann wie ich den mächtigsten Mann der Stadt töten konnte, welchen Nutzen hatte dann dessen Macht? Mann, wenn er nicht so mächtig gewesen wäre, wäre er vielleicht noch am Leben. Es schien mir, als gäbe es, egal wie mächtig jemand war, immer jemanden, der mächtiger war und ihn fertig machen konnte. Und wohin führte diese Eingebung? Dass Habgier keinen Sinn hat. Wenn du kein Geld hast, sagst du dir, dass ein paar Kröten im Monat mehr als genug sind. Dann sagst du, ein nettes Auto wäre nicht schlecht. Ein Mensch muss schon ein Gott werden, um seinen Ehrgeiz stillen zu können. Du kannst aber nur daran denken, Präsident zu werden. Und dann als Präsident willst du einen Krieg gegen Deutschland gewinnen. Gott sei Dank wird das nicht passieren. Dazu kommt, dass die ganze Strategie, auf dem Rücken von anderen Leuten nach oben zu kommen, eine Schwäche hat. Man muss ständig auf seinen eigenen Rücken achten, ob nicht jemand die gleiche Idee hatte. Also dachte ich mir, dass ich meine Prioritäten ein klein wenig ändern müsste. Die Begegnung mit Gott. Lachen Sie ruhig. Sie wissen, wohin mich das gebracht hat. Hierher. Wer ist das? Es ist von 1920. Der alte Mann ist Don Peppone. Die beiden Jüngeren sind Salieri und Morello. Dieses Foto überzeugte mich davon, dass ein solches Leben Gift ist. Morello und Salieri waren Freunde gewesen und beide waren Anführer unter Peppones Regime. Aber in den 20er Jahren ließen sie Don Peppone wegen irgendeines Deals umbringen. Seltsam ist, dass Salieri den Mann heute noch bewundert. Anschließend teilten sie die Stadt auf und jeder regierte seinen Teil davon. Aber sie begannen einander zu bekämpfen. Ich wurde zu Salieris Mordinstrument, das seinen besten Freund Morello tötete, um ihn davor zu bewahren, ihm in die Augen zu sehen. Es wurde mir klar, dass meine Freunde und die Menschen, die ich liebte, genauso waren. Eines Tages würde ich mich zu Pauli umdrehen und direkt in den Lauf seiner Waffe schauen. Ich konnte mich auf niemanden verlassen. Über oder unter mir. Aber Sie riskierten jeden Tag Ihr Leben. Ihrer Erzählung nach ist der Job als Scharfrichter der Mafia kein Honigschlecken. Wenn man mittendrin ist, ist es anders. Man ist voller Energie und kämpft mit jemandem, der wie ein Bruder ist, um sein Leben. Es sind nur zwei Soldaten, die wissen, was getan werden muss. Und es hängt nur von der Fähigkeit zu überleben ab. Es ist ein Krieg. Das ständige Gefühl, dass man nicht einmal seinem besten Freund trauen kann, ist furchtbar. Der Tod lauert überall. Ich liege nachts wach und frage mich, ob der Witz, den mir mein Freund erzählt hat, wirklich nur ein Witz war oder ob er mich auf meine Exekution vorbereiten sollte. Ein Mensch braucht jemanden, dem er vertrauen kann. Der Typ macht mich krank. Er kontrolliert die Hälfte aller Bordelle der Stadt, zahlt uns keinen Cent und behauptet, er würde die Stadt vom Verbrechen befreien. Natürlich gebe ich einen Scheiß auf seine Sprüche, aber er und seine Nutten versuchen sogar in unser Gebiet vorzudringen. Ich denke, es ist an der Zeit, seine politische Karriere zu beenden. Es dauert noch viel zu lange bis zu den Wahlen. Wir müssen ihn mit Gewalt abservieren. Ich weiß nicht, Boss. Hatten wir nicht für eine Weile genug Gewalt? Ich habe ein seltsames Gefühl bei der Sache. Tommy, wir stehen kurz davor, diese Stadt zu kontrollieren. Er ist der Einzige, der uns noch im Weg ist. Möchten Sie ihn öffentlich erledigen, wie Morello? In der Öffentlichkeit, ja. Aber nicht wie Morello. Denk daran, einen Politiker umzulegen ist schmutziger als einen Gangster ausknipsen. Wir wollen ja nicht, dass uns jemand belastet. Die Spekulationen und die Angst werden unseren Zwecken genügen. Also? Wie sollen wir es tun? Mr. Sewer hat heute ein Meeting in einem Park auf einer kleinen Insel bei Central Island. Es gibt nur einen Fluchtweg über eine kleine Brücke. Das wäre normalerweise ein Problem. Aber Vincenzo hat eine Idee. Er hat ein normales Armeegewehr genommen und ein Zielfernrohr angebaut. Also müsstest du ihn aus größerer Entfernung treffen können. Du musst nicht einmal auf der Insel sein. Wo dann? Du kannst ihn von Central Island prächtig ins Visier nehmen. Vom Turm des alten, stillgelegten Gefängnisses an der Nordspitze der Insel. Da liegt der ganze Park direkt vor deiner Nase. Und mit dem Gewehr wird es nicht schwer sein, ohne zu viel Aufmerksamkeit dein Ziel zu erledigen. Der Plan klingt nicht schlecht. Schön.
Rede mit Vincenzo und hol dir das Gewehr. Okay, Boss. Und denk dran, Tommy. Du musst es aus der Entfernung tun. Und niemand darf dich dabei sehen. Du hast vielleicht nur einen einzigen Schuss. Wenn du ihn nicht sofort triffst, wird er beschützt und der Job ist vertan. Kapiert, Boss. Nun gut, dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Das klingt ja einigermaßen machbar, denke ich mal. Bin mal gespannt, wie das Scharfschützengewehr dann so ist. So, dann aber erstmal zu Vincenzo. Ich glaube, dann nehmen wir halt direkt mal unseren schicken Sportwagen vom letzten Mal mit. Na? Hi, hast du ein paar große Kaliber für mich, Vincenzo? Du musst den Typ aus der Ferne abknallen, stimmt's? Dafür habe ich dir was Feines besorgt. Beim Militär üben sie, indem sie ein Zielfernrohr auf Jagdgewehre wie das hier schrauben. Ein Mosin-Nagant-Gewehr. Die werden hier hergestellt, aber die Russen haben daraus ein Präzisionsgewehr gemacht. Das ist eine gute und verlässliche Waffe. Sieht interessant aus. Hoffentlich klappt's. Aber Tom, nimm auch noch eine Pistole mit. Man kann ja nie wissen, wem man begegnet. Da hast du recht. Danke. Ja, das stimmt. Dann werden wir uns mal ausrüsten. Dankeschön. Gut, dass das noch alles unter den Mantel drunter passt. So. Hey, Tom, ich hab hier was für dich. Das ist ein zuverlässiger Großraumwagen. Hm? Der wird dir gefallen. Und er ist auch noch leicht zu knacken. Danke, Ralphie. So, knacken wir mal, setzen uns kurz rein, dass der halt freigeschaltet wird quasi. Und dann nehmen wir uns wieder hier unseren schicken Sportwagen vom letzten Mal. Der ist ein wenig unauffälliger. Ich finde es auch lustig, dass halt dieser deutsche Wagen halt irgendeinen französischen Namen hat. Aber gut, man kann halt nicht alles haben. Dafür heißen die anderen Dinge halt irgendwie, keine Ahnung, Schubert oder was weiß ich was. Fahren wir mal los zum Wahlkampf. Tempomat wieder rein. Und los geht's. Ist auch gar nicht so weit, das freut mich. Gucken, wie das dann läuft. Mit der Mission. Ach ja, das ist auch noch so ein schönes Wägelchen, das da gerade rumgekurvt ist. Also das ist, was Marello auch früher hatte. Vielleicht kriegen wir das hier auch noch mal. Ach, und dann auf die Insel runter, okay. Ich sehe es gerade. Also da, die nördlich davon liegt. Gut. Ich kann mir vorstellen, eventuell müssen wir es erstmal durch das Gefängnis durchballern. Das wäre ja auch noch möglich. Aber vielleicht läuft ja auch diesmal ausnahmsweise alles rund. Aber da habe ich so meine Zweifel. So, das scheint hier das Gefängnis zu sein. Kannst du denn etwa noch langsamer vor mir herfahren, Junge? Alter Wagen, was machst du denn da? Wieso brichst du da aus? So, kommen wir da rein.
So glaube ich mal noch nicht. Na komm, ich park einfach mal hier. Und dann schauen wir, was wir hier noch erledigen können. Dort geht's nicht weiter. Kommen wir unten vielleicht rein? Nope. Ah ja, das könnte vielleicht was werden. Hey Mister, verschwinden Sie. Wir arbeiten hier. Das sieht aber sehr interessant aus hier. Hey, was machst du da? Du kannst doch nicht rein. Bist du taub? Klappe da oben bitte. Okay, da kommen wir aber wohl nicht mehr so gut wieder zurück. Da geht's nicht rein. Taub oder was? Das hat ja gerade gereicht zum Reinkommen. Aber wahrscheinlich können wir dann da hinten nach runter springen. Das könnte natürlich sein. So. Wir haben auch keine Karte. Hunde. Das ist nicht so schön. Ich glaube, wir werden ein paar Hunde erledigen müssen hier. Haben wir denn etwa ein paar Penner? Scheint mir fast so. Oder wir gehen einfach hier hoch. Na, Jungs? Jungs, wir haben Besuch. So, Herrschaften. Hat sich das denn jetzt für euch gelohnt? Das wäre dann das. Hier geht es auch erstmal nicht weiter hoch. Was ja doch gut, dass wir noch eine Knarre mitgekriegt haben. Hey, was ist los? So, wir haben eine Pumpgun. Sie ist ja gekommen, dass wir die Hunde erledigen müssen. Jo, die scheinen nicht allzu erfreut zu sein. Wo ist denn dieser Turm, wo wir hoch müssen? Wahrscheinlich der, oder? Ich glaube, dann warte ich erstmal noch kurz. Okay, wir müssen aber scheinbar hier weiter. So, dann mal los. Okay, da möchte er nicht schießen. Tommy, schieß doch mal.
Ich befürchte, wir müssen hier runter. Nee. Es geht hier tatsächlich nicht wirklich weiter. Da geht es auch nicht weiter. Haben wir da irgendwie einen V oder so, der noch rumkrakeelt? Aber hier wird ja wohl auch nichts sein. Den Sprung können wir nicht schaffen. Dafür ist der Kollege nicht gelenkig genug. Na gut, dann machen wir hier mal einen Folgenstopp. Danke fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.